Hallihallo und herzlich willkommen mal wieder auf meinem Kanal. Ja, es geht wieder weiter. Bestellung, Bestellung. Ich bin weiterhin am Tatooine-Teile aussortieren. Ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund hier, diese Kiste. Die ist auch schon dann wieder bald bereit. Muss jetzt nochmal einmal durchgewaschen werden und dann geht das Ganze in den Shop hinein. Wird wieder einiges raussortiert werden und ja, ist auch wieder ein bisschen was passiert. Wir waren schon wieder im Legoland. Ja, schon wieder betrifft's. Doch ich habe mir diesmal diese Schaufel ja geholt gehabt. Oder diese Schütte. Und für die, die es interessiert, das sind 250 Milliliter. Das hat wunderbar geklappt mit den kleinen Tüten. Ja, also da kann man wunderbar arbeiten. Das hat mir echt Freude bereitet. Ich wurde auch angesprochen in der Fabrik, wo man sich diese Schaufeln da holen kann. Ja, ich verlinke es euch unten gerne mal für die, die es interessiert. Also wie gesagt, ich habe gern mit der gearbeitet. War ein gut angelegtes Geld für mich. Ja, ansonsten habe ich einen guten Teileboost im Shop gehabt auf jeden Fall. Durch den Legoland-Einkauf habe es jetzt aber auch nicht maßlos übertrieben. War aber ein wirklich schönes Wochenende. War ein bisschen heiß, muss ich sagen. Aber wir haben noch gleich uns gleich noch miteinander getroffen. Also die Hamster-Tanja war dabei, dann war Mollus Klemmwelt war mit dabei, Alex von Cologne Bricks war dabei. Also wir haben viel Spaß gemacht und dann haben wir uns spontan am Abend auch noch dazu entschlossen, bei der lieben Hamster-Tanja ein bisschen zu grillen. Aus Mollus Klemmwelt haben wir den Mollus Grillwelt gemacht, den haben wir hinter den Grill gestellt und gib ihm. Haben also alle unseren Spaß gehabt. Nee, war ein echt schönes Wochenende, aber es war halt sehr, sehr warm. Ja. Aber wir waren eben zu viert in der Fabrik und sind dann mit einem Bollerwagen wieder raus. Ja, was soll man dazu sagen? Ist einiges zusammengekommen. Schaut gerne mal bei Mollus Klemmwelt rein. Er hatte da ein paar Bilder gepostet. Und ja, war lustig auf jeden Fall, was soll man sagen. Genau. Ja, lasst uns starten mit diesem Vlog. Ich möchte nicht weiter quatschen. Ich bin, wie gesagt, immer noch am Chaos wegräumen und am Machen und am Tun, so dass ich einfach mal ein bisschen mehr Platz habe, so dass es mit dem Mockbau wieder weitergeht. Ja, eine Woche muss ich jetzt sowieso noch durchhalten. Dann steht endlich mein wohlverdienter Urlaub an. Und da habe ich auch noch mal vor, ein bisschen was zu tun in dem Bereich. Ja, also freut euch auf jeden Fall. Wird schon werden. Gut, starten. So, wir starten diesen Vlog mit Bestellungen packen. Und zwar war das Wochenende extrem stark, also keine Spur von Sommerloch. Es waren gleich vier Bestellungen. Wir gehen jetzt gleich nach Reihenfolge ab, aber ihr werdet schon sehen, das ist schon echt heftig und kommt nicht alle Tage in der Form vor. Und ja, freue ich mich natürlich riesig, weil auch hier über die Kleinbestellung jemand, der das erste Mal bei mir bestellt, einmal den Kai, eine Ninjago-Figur für 3 €, die geht raus. Und ja, da sage ich ganz herzlichen Dank. Und geht natürlich direkt heute auf Reise. Jetzt achtet mal auf Bestellung Nummer 2, 3 und 4. Ja, Bestellung Nummer 2, die eingegangen ist, da habe ich schon gedacht, wow, nicht schlecht. 616 Teile, 58 Lots. Jemand, der das sechste Mal bei mir bestellt, 61 € das Ganze. Und wir haben hier ein paar Pferdesättel, wir haben hier ein paar Barbs. Das sind diese Hörner hier in Pearl Gold. Wir haben ein paar Mauersteine, wir haben eine weiße Frisur, also weiße Haare, dann haben wir ein paar Köpfe, wir haben ein paar Hosen, das sind jetzt unter anderem auch die wieder aus dem Legoland, so wie die Schilder. Dann gehen hier schon die ersten Wolfpack-Torsos raus, 3 Stück. Richtig nice. Metallic Gold Ingots hatte ich auch erst eingestellt. Dann kommen hier die Pflanzenteile, auch die sind erst reingegangen, so wie die ganzen hier. Ihr erinnert euch an die Legoland-Datei. Hier war das Ganze mit drin und hier soll das Ganze auch schon gleich wieder rausgehen. Also sehr, sehr viele Legoland-Teile. 1x1 Plates auf jeden Fall dabei. Jumper-Plates sind mit dabei. Wir haben hier ein paar Round-Plates with Open Stud. Kommt denn diese Fliege hierher? Verschwinde. Da macht man mal kurz das Fenster auf, schon hat eine Fliege drin. Unglaublich. So, einmal zwei Roundplates haben wir hier mit dabei. Einige Teils, 30 Wasserfliesen sind hier auch noch mit dabei. Und ja, jede Menge Teils. Ein paar Geldscheine sind mit dabei. Und dann haben wir hier auch nochmal ein paar bedruckte Teile und dann nochmal auch so ein Fahrradschild, fand ich auch ganz cool. Dann haben wir hier die Pentagonalfliesen, auch die sind hier aus dem Legoland, ja. Das sind dann auch nochmal, ja, gleich 20 Stück gehen weg, 5 von den bedruckten. Also diese diese Fliege, die treibt mich gerade in Wahnsinn, verschwinde. Nerviges Ding. So, immer der Nachteil, wenn man einen Bauernhof als Nachbarn hat, dann kommen die von hier. Oh ja, verschwind jetzt. Hast nichts beim Orderpacking verloren. Und verschicke ich dich. So, ein paar, wo waren wir? Tacos haben wir hier mit dabei. Wir haben ein paar Pizzastücke mit dabei. Und wir haben hier auch noch ein paar Woodtiles sind mit dabei und ein paar Donuts. Ja, dann sind wir schon durch. Diese Bestellung ist gepackt. Schaut überschaubar aus, aber ist doch schon einiges zusammengekommen. Und ja, sieht auch gut aus, würde ich sagen. Ich habe jetzt hier auch wieder. Ich finde diese Metallic-Teile so cool. Die kommen richtig gut rüber.
Das sind eben diese neuen Blätter. Ich finde, da kann man auch richtig gute Sachen draus bauen, definitiv. Also das wird optisch auf jeden Fall, gerade wenn man hier zum Beispiel Bright Green mit Green zusammenmischt, dürfte das recht gut rüberkommen. Ein paar Palmblätter. Hier wird auf jeden Fall Schönes gebaut. Ich überlege mir noch was, gibt es was mit dazu? Und dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Und die nächste Bestellung. Ja, 1718 Teile, 70 Lots, 168,85 €. Jemand, der das erste Mal bei mir bestellt. Und ich habe da so eine Vermutung, in welche Richtung es geht. Ich sage jetzt mal noch nichts dazu, aber das ist relativ offensichtlich für mich. Schaut es euch gerne mal an. Wir haben hier ein Protokoll-Druiden und wir haben Tidu. Tidu, ja. Ist auch draufgeschrieben, der war nur auf Tatooine ausgestellt. Und jetzt schaut mal hier, wie tenlastig das Ganze wird, ja. Also es geht hier los mit einem Arsch und dann haben wir hier ein paar Brackets und schon sind hier einige Ten Bricks mit am Start. Das sind meistens immer so ein bisschen runde Zahlen, die hier gekauft wurden. Hier einige Bricks, Brick Modified, Masonry Bricks. Dann haben wir hier die Round Corner Bricks mit dabei. Wir haben ein paar Dishes. Also das könnte schon in Richtung Tatooine laufen, meiner Meinung nach, weil hier ist schon wahnsinnig viel Ten mit dabei. Ihr seht jetzt hier auch einige Plates, also wirklich einiges am Start, auch von den größeren. Es wurden immer so ein paar runde Stückzahlen mit rausgekauft, manchmal auch alles, was ich hatte. Gut, ich habe hier nur zwei Stück gehabt, nicht ganz so dramatisch. Auch die großen gleich mitgenommen, 8x16, 16x16 sind mit bei. Und da ist schon einiges bei draufgegangen. Also ich komme zum Teil gar nicht nach zum Einstellen. Also auch keine Sorge, das Zeug, was hier weg ist, das fliegt ebenfalls wieder in den Shop. Ich habe noch mehr als genug hier. Ist gar kein Thema. Aber ich komme halt nicht nach mit Waschen, Einstellen, Sortieren. Oder rum. Waschen, Sortieren, Einstellen. So rum. Ja, alles andere macht keinen Sinn. Ja, einige größere Slopes. Wir haben Curved Slopes hier mit am Start. Wir haben einige Tiles mit am Start und dann sind wir auch schon durch. Also da ist schon wirklich einiges zusammengekommen. Hier seht ihr den ganzen Haufen. Ich habe hier gleich auch mal die Chance genutzt und die neuen Legoland-Tüten hier, die kleinen, verwendet. Sollen ja nur vorübergehende Tüten sein. Zum Teil habe ich aber tatsächlich auch die großen gebraucht. Ja, und also meine Köfferchen, in denen ich das Sache immer einstelle. Ich zeige sie euch immer wieder. Hier sind sie. Ich habe gerade einen in der Nähe mit den größeren Fächern. Der sah genauso aus wie das, was ich eingestellt habe die Tage. Diesmal beim Order Packing. Irgendwie gab es da ein kleines Déjà-vu. ja, Wahnsinn, oder? Da ist wirklich einiges zusammengekommen und ich bin mal gespannt, ob derjenige das vielleicht auf YouTube sieht. Vielleicht schreibt er mir gerne mal mit dazu. Würde mich mal interessieren. Ist das Tatooine? Ich könnte es mir gut vorstellen, dass da was gebaut wird. Lass es mich wissen. Zeig es mir gerne. Mich würde es interessieren. Dankeschön. Und die letzte Bestellung, die wir uns vorerst anschauen werden, ist hier die vierte Bestellung, die eingegangen ist am Wochenende. Das waren 2042 Teile, 27 Lots, das Ganze für 102 €. Ich sage ja, Wahnsinn, ne? Dreimal hat derjenige schon bei mir bestellt. Wir haben hier den Chitauri, wurde viermal gekauft gehabt. Er war aus diesem Avengers Tower. Der war Avengers Tower, ne? Meine ja. Fünf Sets. Also nicht nur im Avengers Tower, da sehen wir es. Im Avengers Tower wurden aber auch noch ein paar anderen Sets gebaut. Soweit alles gut. Ja, was haben wir noch? Ein paar Hinges haben wir hier mit dazu. 2020, dass das Ganze verbunden werden kann. Wir haben einige Pflanzenteile hier mit dabei, auch wieder aus dem Legoland. Ihr seht jetzt hier auch sehr, sehr hohe Summen. Ja, 200 von denen, 250 von denen, 200 von denen. Einige Slopes. Auch hier sind wir wieder im Tatooine-Bereich unterwegs, zumindest von meinem Abbau. Hier wurde alles weggekauft, was ich habe. Einige Teile in weiß, Slopes inverted. Dann haben wir alle Wasserfliesen, die ich noch hatte. Einige 1x3-Teils. Die finde ich eh cool mit diesem Wood. Ja, das sieht dann so ein bisschen aus, als wäre das Holz. Also richtig cool, die Dinger. Habe ich auch noch genug davon. Und dann haben wir hier sogar 80 Stück von diesen 2x2 Fliesen hier, auch als Holzimitat. Und zum Schluss haben wir dann noch ein paar Wedges. Na, guck an. Ich dachte schon, der druckt schon gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört. Das hat jetzt tatsächlich 5 Minuten gedauert, bis der Druckauftrag ankam. Lange Leitung heute. Aber gut, er schafft, immerhin. Jetzt, Hitler, welcome to the jungle. So könnte man es fast meinen. Also sehr, sehr bunt hier auf jeden Fall. Und auch hier habe ich die Tüten wieder weiterverwendet. Jetzt macht aber Vollgas der Drucker. Hier die Wasserfliesen. Hoffe, das ist jetzt nicht allzu laut. Und die vier Tauris. Schön. Auch hier, ich überlege mal wieder was. Sag ganz herzlichen Dank. Und dann geht das Ganze auf Reise. Ja, neuer Tag, neues Glück, neue Bestellungen. Und jetzt sind wir ein bisschen kaputt momentan. Ja, es ist wieder extrem schwül heute. Aber kriegen wir schon hin.
Es sind nämlich vier Bestellungen eingegangen, die habe ich jetzt auch schon gepackt, das ist schon erledigt. Und die erste Bestellung, die ich euch zeigen möchte, vier Teile aus einem Lotz. Und zwar handelt es sich um die Wolfpack-Torsos hier aus dem Legoland. Ja, gerade vier Stück an der Zahl insgesamt verkauft. Jemand, der das erste Mal bei mir bestellt, vielen, vielen Dank. Zweite Bestellung, die mich erreicht hat, auch eine etwas kleinere Bestellung. 11 Teile aus vier Lots, 3,83 €, auch ein Erstbesteller. Hier sind diese Arches hier, wo wir hier mit dabei sind, 7 Stück. Ein Magnetzylinder sowie die Kupplung dazu und ein paar Airtanks in Black. Ja. Die nächste Bestellung etwas größer, 1693 Teile, 14 Lots. Ja, das waren 92 € insgesamt und ja, das hat dann ordentlich reingewurmt. Also hier gerade Flower Power Bestellung, so eine Gartenbestellung, also Wahnsinn. Ne? Insgesamt 300 hier von den Plants und dann nochmal 30 hier in Leim hinterher. Dann haben wir hier diese Stängel, wie man so schön sagt, ja, die 250 Stück und 500 Stück, 50 von den Blumen hier. Habe ich aus dem Legoland mal mitgenommen zum Testen, kommen ganz, ganz gut an offensichtlich. Plant Leaves, dann haben wir hier nochmal die restlichen Palmenblätter, die ich hier noch mit habe. Auch nochmal von den ganz normalen. In Green wurden einige weggekauft, ein paar Büsche. Dann haben wir hier auch von den Plant Sterns, also der Sterns Sterne. Die hatte ich auch mal zum Testen mitgenommen. In dem Fall auch ganz gut. Ja, und dann haben wir hier natürlich noch ein paar bedruckte Fliesen mit bei. Und die letzte Bestellung, da haben wir auch nochmal ordentlich was an der Zahl. 1000 Stück, ja, aus einem Lot. Und zwar handelt es sich um 1x1 Plates in Light Bluish Gray. Das Ganze für 25 €. Klasse. Sind die auch weg? Wie gesagt, Bestellungen sind schon gepackt. Ich werde jetzt alles noch ja, dementsprechend richten. Dann geht das morgen an euch aus. Vielen, vielen Dank euch allen. Klasse. Die nächste Fuhre ist gewaschen. So, jetzt heißt das Sortieren. Da geht's weiter. Und ja, so könnt ihr euch meinen Abend vorstellen. aber macht's gern. Beruhigend. Ein bisschen im Discord nebenbei. Wollte euch noch zeigen, was ich mir bei Amazon bestellt habe. Ist das nicht cool? Nein, nicht dafür. Wenn ich wieder ins Legoland gehe und diese dusseligen kleinen Tüten da sind, bestens. War nur 3,50 € oder so. Das ist ganz gut. 250 Milliliter, da sollte ich ganz gut reinkommen. Coole Sache. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt wieder Ten einstellen. Ten wurde ja einiges weggekauft in letzter Zeit und ja, Nachschub. So, da habe ich doch schon gut was sortiert und jetzt kam noch eine Bestellung rein für 4,90 €. 70 Mal die Pflanzenteile hier. Sehr schön. Gibt dann noch ein paar Smileys mit dazu und dann geht das gleich morgen mit. Dachte, das mache ich noch geschwind. Schaut mal, Minifiguren. Und zwar waren wir schon wieder im Legoland. Ja, hier 30 Figuren, hier zwei schöne volle Boxen. Heute sollen einige Teile in den Shop wandern und ich habe natürlich auch wieder eingekauft. So, ich war im Legoland mit der lieben Hamstertime, ja, Alex von Cologne Bricks und Mollus Klemmwelt haben wir uns getroffen. Und Alex war so nett, hat mir noch was mitgebracht. Das fehlt mir nämlich noch, dieses GWP, das Space GWP. Ich fand das ganz cool mit dem orangenen Spaceman. Kann ich sicherlich wieder verwenden. Er war auch so gut und hat nochmal ein paar Schalen für mich gemacht. Wunderbar. Und dann haben wir natürlich noch einige Teile, die ich euch dann zeigen werde. Aber ich werde jetzt die Datei machen und dann werde ich das alles hochladen. Und ja, ich bin da eigentlich guter Dinge, dass da jetzt nochmal gute Sachen in den Shop kommen. Habe einiges nachkaufen müssen tatsächlich, weil doch schon weg. Ja, es war relativ schnell weg, das Zeug. Dementsprechend nochmal ordentlich bei den Pflanzenteilen zugeschlagen. Und ja, die Datei werde ich jetzt fertig machen. Dann schauen wir sie uns an. Das sind sie nun, die Dateien vom Legoland. Ich habe sie soweit fertig. Ja, Minifiguren-Atelier habe ich 541 Teile aus 30 Lots mit rausgezogen. Und ja, da ist schon mal einiges an Teilen zusammengekommen. War jetzt auch wirklich gemischt. Viele Schilder dabei tatsächlich diesmal. Und die Hauptdatei, also hier aus der Fabrik, in dem Sinne sind diesmal 13.831 Teile, 65 Lots. Waren es, glaube ich, das letzte Mal auch 65 Lots, meine ich. Ne? 4,5 Kilo etwa. Also schon ordentlich, was hier zusammengekommen sind. Ne? Und auch dementsprechend wieder schön bei den Pflanzenteilen zuschlagen können. Da hatten sie tolle Sachen auf jeden Fall. Ich hatte es jetzt hier auch mal probiert mit den Ziegen, die habe ich mir auch mal mitgenommen. Schauen wir mal, wie sie bei euch ankommen. Und hier hatte ich auch noch ein paar Elefanten mitgenommen. Ja, warum? Auch nicht. Pferde sowieso immer, die gehen immer gut. Den nehme ich definitiv auch mit. Ja, alles hochgeladen. Bin gespannt. Doch jetzt sind erstmal drei Bestellungen tatsächlich noch im Hintergrund eingegangen und um die werde ich mich jetzt kümmern.
Ja, das sind die Bestellungen, die jetzt eingegangen sind im Hintergrund. Und zwar sind das hier 5 Teile aus 2 Lots, 6,73 €. Jemand, der das erste Mal bei mir bestellt, hat jetzt hier diese alten Tränenpuffer gekauft. Ja, und dann noch dreimal eine 1x8-Platte. Und ja, die andere Bestellung hier, auch von einem netten Stammkunden von mir, mittlerweile schon 4-mal bei mir bestellt. Es sind 74 Teile aus 12 Lots. 18 €. Er war selber in einem Lego-Store drin und wollte jetzt noch ein paar Minifiguren vervollständigen. Deswegen die Teile, wo er bei mir gekauft hat. Ja, vielen Dank, mein Lieber. Es sind hier Forest-Moon-Hüte bei, Piratenhüte, Ritterhüte. Also es ist wirklich sehr, sehr gemischt. Er hat auch geschrieben, ich soll mich nicht wundern. Nein, also ganz schön, wenn er natürlich immer wieder bei mir was findet, was er braucht. Wir haben jetzt hier noch einen Forestman-Torsus. Wir haben hier noch Falkenritter-Torsus. Wir haben hier von den Wolfpack 2 Stück tatsächlich auch. Es sind nur noch 3 übrig. Ist in einer anderen Bestellung sind auch noch welche rausgegangen, seht ihr gleich. Ja, alles so ein bisschen mittelalterlich. Auf jeden Fall die Torsos, die hier rausgegangen sind, ein paar Büsche und dann haben wir noch die bedruckten Roundtiles, diese Holzimitate. Ne? Und die letzte Bestellung, die wir uns anschauen wollen, es sind 26 Teile, 7 Lots, 31 €. Auch jemand, der das zweite Mal bei mir schon bestellt. Auch hier haben wir wieder von den Falkenrittern, haben wir auf jeden Fall die Unterteile, wir haben die Torsos, die Schilder. Da sind sie wieder, seht ihr? Wolfpack. Ich habe wirklich nur noch 3 Stück, unglaublich. Es gab leider keine auch mehr im Legoland. Ich hoffe, dass die mal wieder kommen werden. Und auch ganz interessant hier, Nexo Knights, jeweils ein Torso. Ja, tolle Bestellungen, gehen auf jeden Fall morgen direkt an euch raus. Und ja, gibt natürlich ein kleines Dankeschön dazu. Supi, danke euch. Ja, die letzte Bestellung, die wir uns anschauen werden, ist eine IBAN-Bestellung. Eigentlich viel zu selten, schade. Vielen Dank für die Zahlungsweise auf jeden Fall und natürlich auch für die Bestellung. Es sind 164 Teile aus 28 Lots, 8,76 €. Ja, hier wurde einiges gekauft, was benötigt wurde. Wahrscheinlich für ein kleines Bauprojekt. Kann derjenige auch gerne mal drunter schreiben oder diejenige, für was das ist. Würde mich gerne mal interessieren, weil es doch schon sehr, sehr gemischt ist. Ihr seht jetzt hier an den Bricks, Brick Modified, also die Masonry Bricks sind hier mit dabei. Wir haben hier so Teleskop-Utensilien, einige Plates sind hier mit am Start. Und auch Round Plates, einige Teils mit dabei, ja, auch längere Teils. Ein Bild von einem Schiffchen und zum Schluss haben wir dann auch noch mal ein paar Windows. Genau, die ist schon gepickt, die Bestellung, die werde ich jetzt gleich fertig machen. Da ist sie. Und ja, legt natürlich noch was mit bei. Und dann geht das Ganze heute noch auf Reise. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir mal in den Shop, was sich da getan hat. Im Shop angekommen. Ja, es gab natürlich einen ordentlichen Boost übers Legoland und den wollen wir uns jetzt natürlich auch nochmal anschauen. 1146 Bestellungen mittlerweile schon, der Wahnsinn. Das ist echt viel. Und genau, an den Lots muss ich weiterhin arbeiten. Das sind nur 1851, also nur in Anführungszeichen. Aber das wird sich dann auch nochmal ein bisschen strecken, das Ganze. Aber es sind insgesamt 63.000 Teile. Das ist schön. Ja, also das ist richtig, richtig schön. Und das freut mich natürlich auch. Ich werde jetzt nochmal die gebrauchten Tatooine-Teile nochmal einen ordentlichen Schub hochhauen. Und das bringt mir natürlich auch nochmal einiges. Und es ist ja nicht so, dass ich hier nicht noch Zeug liegen habe, was ich noch inserieren müsste. Aber ihr seht schon, es ist wieder einiges gegangen, auch in dieser Folge. Und ja, in dem Fall euch allen nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Und ja, sehen wir uns wieder beim nächsten Vlog. Bis dahin eine gute Zeit. Dankeschön.